Frage. Nicht gut. Noch zwei von uns wurden zu Hamstern verwandelt. Die Stadt ist ein Albtraum in Pink. Der Widerstand ist zusammengebrochen und die Unterstadt kommt einer Geisterstadt gleich. Die Kleine verwandelt jeden, der ihrer Mutter im Weg ist. Man kann sich nicht dagegen wehren. Wie geht es unseren Patienten? Komm schon, Wilbur, das kann doch nicht so weitergehen. Du liegst schon seit Tagen da. Wir brauchen deine Hilfe. Geh weg. Komm schon. Wir müssen Van Burens Tochter den Zauberstab abnehmen und eine Möglichkeit finden, ihn zu zerstören. Und niemand von uns kennt sich mit Magie oder Zauberstäben aus. Du bist der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Ich habe doch gar keine Ahnung von Magie. Ich habe mit einem Zauberstab herumgefuchtelt und wenn's gut lief, konnte ich damit ein Kaminfeuer entfachen. Ein kleines Mädchen kann mit demselben Stab ganze Städte verwandeln. Trotzdem kennst du dich mit Magie besser aus als wir. Und du hast deinen legendären Einfallsreichtum. Und was hat mir der gebracht? Ich habe den Erzmagier getötet und die Welt ins Chaos gestürzt. In dieser Welt herrscht immer Chaos. Und Alistair könnte noch leben. Aber warum sollte Van Buren den Erzmagier am Leben lassen? Warum nicht? Sie fühlt sich unbesiegbar und könnte ihn als Trophäe behalten. Van Buren hat die große Halle in der Schule zu ihrem Hauptquartier gemacht, weil sich das Büro des Erzmagiers im Magierturm vor ihr versteckt. Alle Rattenlöcher in der Schule wurden verschlossen. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht. Das ist doch Wunschdenken. Alistair ist fort. Und wenn selbst er die Kleine Van Buren nicht aufhalten konnte, dann wir sollten einfach nicht noch mehr Leben riskieren. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Komm schon, Wilbur. Wir werden einen Weg finden, die Macht des Stabs zu brechen. Gemeinsam. Ich kann nicht. Ich würde alles nur noch schlimmer machen. Nein, würdest du nicht. Und du hast lange genug in Selbstmitleid gebadet. Hey! Beim Widerstand ist kein Platz für Faulenzer oder Feiglinge. Das ist nicht... Ja, was ist es nicht, Wilbur? Du hast ja recht. Ich gehe zurück ins Weißkammgebirge. Also schön. Dann geh nach Hause und warte, bis der Krieg zu dir kommt. Aber mein Ring bleibt hier. Hey, nicht! Wenn du wissen willst, was es mit dem Zauberstab auf sich hat, findest du mich am dunklen Schacht. Remy! Die Köchin hat mir den Wasserschlauch am zweiten Tag hingelegt. Es war höchste Zeit. Ich war am Verdursten. Er ist aus Gummi. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind Trinkschläuche aus Tiermägen und ähnlich alltäglichen Materialien. Nicht so was Exotischem wie Gummi. Wenn die Kerze an ist, spendet sie nicht nur Licht. Sie macht auch warme Füße, wenn man in Rattengröße in Timmys Bett liegt. Die Köchin dürfte etwas dagegen haben, wenn ich die Kerze mitnehme. Wäre ich noch klein wie eine Ratte, könnte ich die Höhlen leicht verlassen. Die Ratten haben überall ihre geheimen Zugänge zur Stadt. Dem kleinen Kerl scheint es gut zu gehen. Er wird regelmäßig gefüttert, hat eine Schaukel. Kein schlechtes Leben. In der Spüle liegen haufenweise Suppenschüsseln. Ich weiß nicht, wie viele Ratten sich täglich hier eine warme Mahlzeit abholen. Aber es müssen Dutzende sein. Die Köchin ist mir nicht von der Seite gewichen. Vermutlich hat Remy sie auf mich angesetzt.
Ich glaube, sie ist ein wenig verrückt. Zumindest murmelt sie die ganze Zeit vor sich hin. Hallo. Oh Gott, du bist aber gewachsen. Ich, bin Wilbur. Eintopf. Du bist Köchin und dein Name ist Eintopf? Zufälle gibt's. Es gibt keine Zufälle. Ursache, Wirkung. Das ist alles. Äffel, mein Name. Willst du Eintopf? Du bist also die Köchin hier im Rattenlager. Ja, ich kann gut Dinge zusammenmixen, war jahrelang Laborratte. Du hast in einem Labor gearbeitet? Für einen verrückten Alchemisten, bis es zu gefährlich wurde. Wollte Gesichtscreme ausprobieren, die einen 10 Jahre jünger macht. Ich war aber erst 2. Oh, verstehe. Von da an habe ich mich möglichst ungeschickt angestellt und habe versucht, bei jedem Experiment zu versagen. Die Frage ist, wenn man versucht zu versagen und dabei erfolgreich ist, hat man dann tatsächlich versagt? Darf ich fragen, was mit deinem Bein passiert ist? Ein alchemistischer Unfall? Nein, hab's mir selber abgenagt. Was? Da unten in der Höhle. Hättest du auch gemacht. Das wage ich sehr zu bezweifeln. Da gibt es Monster, sag ich dir, und sie haben es auf uns abgesehen. Wenn du die Wahl hast zwischen deinem Bein und deinem Leben, dann knabberst du. Wenn du viel über Alchemie weißt, dann kannst du doch bestimmt auch Zaubertränke brauen, oder? Verkleinerungstränke zum Beispiel. Halte nichts von Zaubertränken. Leute werden süchtig danach. Fange mit schwachen Tränken aus winzigen Fiolen an, doch irgendwann reicht das nicht mehr. Plötzlich müssen es kleine Tränke sein, dann mittlere, dann große, dann epische. Ein einziges Fläschchen, das mich wieder auf Rattengröße schrumpft, würde mir schon reichen. Nein, nein, zu gefährlich. Was kochst du denn da? Ein Topf. Es gibt immer einen Topf. Lecker. Was für einen gibt es? Ist immer derselbe, seit Jahren schon. Aber jeden Tag kommen neue Sachen dazu, was so anfällt. Wenn du einen Topf willst, komm später wieder. Noch nicht fertig. Mir ist aufgefallen, dass du hin und wieder vor dich hin murmelst. Ich denke nach. Bei den meisten hört man das nicht. Weil sie nicht richtig nachdenken. Sie stellen nicht die entscheidenden Fragen. Zum Beispiel? Wenn alles Kleber überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Warum ist Abkürzung ein so langes Wort? Ich, weiß nicht. Siehst du, alle nehmen das als gegeben hin. Dabei ist es doch Wahnsinn. Vielleicht kann man sich auch zu viele Fragen stellen. Was meinst du? Wenn ein Theater bis auf den letzten Platz gefüllt ist, für wen wird dieser letzte Platz freigehalten? Und vorher wusste der Erfinder der Uhr, wie spät es ist. Das ist... Wie kommst du nur darauf? Überall um uns herum sind ungelöste Fragen und niemand schert sich darum. Wenn man erst Pasta isst und dann Antipasta, hat man dann überhaupt etwas gegessen? Vielleicht solltest du dir nicht all diese Fragen... Es kann einen fertig machen. Wollte schon eine Selbsthilfegruppe gründen, aber dann dachte ich, Selbsthilfegruppe? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Vielleicht müssen nicht alle Fragen beantwortet werden. Aber sind wir nicht hier, um Fragen zu beantworten? Deswegen liebe ich die Alchemie. Sie geht den Fragen auf den Grund. War nett, dich kennengelernt zu haben, Ethel. Kannte dich schon. Lagst für Tage in Timmys Bett? Warum? War nicht deine Schuld, was mit dem Erzmagier passiert ist. Findest du? Stell dir vor, ein paar Ratten würden sterben, weil sich herausstellt, dass du in Wirklichkeit gar nicht kochen kannst. Wie würdest du dich dann fühlen? Nicht gut. Würde mir Vorwürfe machen. Mich dumm fühlen. Aber Monsieur de Dumas wünscht deine Hilfe. Kannst ihn nicht im Stich lassen. Ich habe auch beim letzten Mal versucht zu helfen und es endete in einer Katastrophe.
Wer sagt mir, dass es nicht wieder so ausgehen würde? Fragen, Fragen. Schwierige Fragen. Was ist das? Scheint eine Art kleiner Sack zu sein. Ich nehme ihn mit. Das hier muss Müll aus der Oberstadt sein. Das Geschirr ist modisch vielleicht nicht der letzte Schrei, aber es ist völlig in Ordnung, wenn man von den Essensresten absieht. Nein, ich lasse es lieber liegen. Auf den Tellern sind fettige Soßenreste und ich bin kein Freund des Abwaschens. Erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber schmutzig gemacht habe. Das Stück Kanalrohr ist so schwer, dass es über die Jahre halb im Boden versunken ist. Nicht verwunderlich. Der Boden besteht hier nicht aus Stein, sondern aus festgetretenem Müll. Ich frage mich, wo das Rohr herkommt. Seefels ist dafür bekannt, oder sagen wir berüchtigt, dass es keine vernünftige Kanalisation hat. Vielleicht wollte das jemand ändern. Und dies hier ist der Anfang und das Ende seiner Bemühungen. Es gibt hier künstliche Säulen und Bögen, aber auch ein paar natürliche Höhlen. Ich will nicht ausschließen, dass hier früher auch mal Bergbau betrieben wurde. Vielleicht habe ich von da oben bessere Sicht. Ja, eindeutig besser. Allerdings nicht entscheidend. Ein Pelzkragen, der beinahe wie neu aussieht. Warum wirft man sowas weg? Man hätte ihn den Armen schenken können oder ihn gleich den Chinchillas lassen. Na, jetzt! Mehr wollte ich nicht. Das ist... Hey, das ist Ritter Thilo. Solch ein riesiger Müllberg. Und ich finde ausgerechnet eine geschnitzte Figur meines Lieblingshelden. Ich habe alle seine Geschichten gelesen. Er war mutig und stolz und er hat nie aufgegeben. Wegen dir wollte ich Abenteuer erleben und habe das Weißkammgebirge verlassen. Dabei bist du nur eine Geschichte. Eine Glocke. Vermutlich dazu da, um auf sich aufmerksam zu machen. Was bei Glocken meistens der Fall ist. Ob ich sie läuten soll? Wie viele Freunde und wie viele Feinde habe ich dort oben in der Stadt? Andererseits, das Loch scheint der einzige Ausweg zu sein, wenn ich hier raus will. Ja? Seid ihr endlich fertig? Jorge? Bist du das? Wetterquarz? Da brat mir einer einen Storch. Ja, ich bin's. Kannst du mir vielleicht ein Seil hinablassen? Auf keinen Fall. Du bist ein gesuchter Verbrecher. Hier hängen überall Plakate von dir. Egal, was behauptet wird. Ich habe den Erzmagier nicht umgebracht. Das ist jedem mit einem bisschen Grips in der Birne klar. Du hättest dem Erzmagier kein Haar krümmen können, selbst wenn du gewollt hättest. Aber solange das die offizielle Version der Geschichte ist, denke ich darüber lieber nicht zu laut nach. Überall hängen Plakate von mir? Hier. Gar nicht mal schlecht getroffen, finde ich. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Ich müffel nicht. Oder wenn, dann nur, weil ich ein paar Tage im Bett gelegen habe.
Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie dich schnappen wollen, müssen Sie ein ordentliches Kopfgeld ausschreiben. Würdest du mich verraten? Wenn die Bezahlung stimmt, klar. Aber bis dahin halte ich meinen Kopf unten. Das machen alle, die clever sind. Wer nicht clever ist, läuft im rosa Tütü durch die Gegend. Oder Schlimmeres. Wie sieht es da oben aus? Wie ist die Lage in der Stadt? Mies. Keine Kunden weit und breit. Es ist fast so schlimm wie zu Kriegszeiten. Ich hätte es wissen müssen. Politiker sind schlecht fürs Geschäft. Alle. Nun hol mich hier schon raus, Jorge. Ich mache keinen Ärger. Das wäre ja dann das erste Mal. Bitte. Ich will die Stadt verlassen. Kann ich dir nicht verübeln. Aber das Risiko ist zu groß. Wenn Van Buren mich erwischt, werde ich vermutlich in ein Lämpchen mit großen Kulleraugen verwandelt. Komm schon. Der alten Zeiten wegen. Ich riskiere nicht meinen Hals für dich. Frag doch deine Freunde, die verdammten Ratten. Jorge? Jorge, bist du da? Wenn für ihn kein ordentlicher Profit drin ist, wird er mir nie helfen. Das Loch ist noch weiter oben, als ich gedacht habe. Da brauche ich mehr als eine Klappleiter, wenn ich es erreichen will. Wow! Eine Werkstatt, die eines Gnoms würdig wäre. Ich frage mich, wem sie gehört. Alles hier unten ist alt und benutzt, einiges auch ziemlich fremdartig. Aber jedes weggeworfene Ding hat nun ein zweites Leben und eine neue Aufgabe. Oh, das ist das Nest eines Urkuckucks. Die sind sehr selten. Sie bauen ihre Nester in menschlichen Häusern und tarnen sie als Uhren. Wenn die Hausbesitzer nicht gucken, fliegen sie los und klauen Kekse und andere Leckereien. Läuft. Das ist der seltsamste Felsen, den ich jemals gesehen habe. Er glitzert wie ein Bergkristall und er leuchtet schwach. An dieser Stelle wurden zwei Stromkabel miteinander verbunden. Nicht gerade professionell, würde ich sagen. Besser, ich lasse die Finger davon. Warum etwas aus Holz bauen, wenn man es auch aus Eisen bauen kann? Das ist einer der Lieblingssprüche meines Opas. Diese Philosophie hat mir Eisenspielzeug, Eisenschuhe für den Garten und Lucky, mein Eisenpferd, beschert. Stromkabel. Diese Werkstatt ist erstaunlich gut ausgestattet, dafür, dass sie aus Schrott gebaut wurde. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Bretter zuzuschneiden. Und ich brauche sie im Moment nicht. Kessel, Brennkammer, Schwungrad? Eine Dampfmaschine, eindeutig. Oh, das Ding hat deutlich zu viele Zahnräder, Hebel und Anzeigen für mich. Alle anderen aus meiner Familie könnten damit bestimmt etwas anfangen. Aber ich habe mich halt immer nur mit Magie beschäftigt. Eine kleine Box mit einem Schalter darauf. Ich werde widerstehen. Na gut. Das könnte die beste Maschine sein, die jemals gebaut wurde. Als Gnom erkenne ich sofort, was das ist. Ein Müllsauger, der Müll vorne einsaugt und hinten auspustet. Einige fragen sich vielleicht, was das soll. Aber gute Erfinder stellen sich solche Fragen nicht.
Ein paar Stromleitungen. Sie führen irgendwo dort oben durch die Decke. Ein Strang geht ins Rattenlager, der andere führt in Richtung Schrottplatz. Sieht aus wie... ein Keilriemen? Ich frage mich, wie der da hochgekommen ist. Na, deutlich außerhalb meiner Reichweite. Durch das Loch scheint der Mond. Es könnte mein Weg hier raus sein. Ah, Wilbur, da bist du ja. Hast du es dir anders überlegt? Nein. Ich will nur hier raus. Bedauerlich. Was willst du in dem finsteren Loch? Dort unten habe ich vor Jahren deinen Zauberstab gefunden. Mein Großvater, eine Abenteuerratte, wie sie im Buche steht, ist in dieses Loch gestiegen, um zu erforschen, was dort unten ist. Als er nicht zurückkehrte, hielten ihn alle für tot. Nur ich nicht. Du bist ihm gefolgt? Trotz aller Warnungen. Nur gefunden habe ich ihn leider nicht. Dafür aber einen Zauberstab. Als ich ihn gerade untersuchte, stürzte sich ein furchterregender Geist auf mich und ich flüchtete. Ich weiß nicht, warum ich den Stab mitgenommen habe. Vielleicht wollte er mitgenommen werden. Als einige Jahre später ein kleiner Gnom in die Stadt kam und sich in den Kopf gesetzt hatte, Magier zu werden? Ich war sehr stolz auf meinen Stab und hab gleich... Wie ist der Zauberstab dorthin gekommen? Und wem gehört er? Ich weiß es nicht. Dort unten gibt es alte Ruinen und viele dunkle Geschichten. Wenn ich herausfinde, wessen Stab es ist, finde ich vielleicht auch eine Möglichkeit, seine Macht zu brechen. Remy, ich wollte mich noch bedanken für alles, was du für mich getan hast. Du hast Timmy das Leben gerettet. Du hast uns Ratten satt gemacht, als es in der Stadt nichts zu essen gab. Du musst dich nicht bedanken. Ich würde euch ja wieder helfen, aber ich kann nicht. Du kannst es, aber vielleicht brauchst du Zeit, um dich daran zu erinnern. Der Zauberstab. Er hat sich schon ein paar Tage zuvor seltsam verhalten. Ich dachte, ich würde einfach nur immer besser im Zaubern werden. Ich hätte aufmerksamer sein müssen. Und Alistair hätte ihn genau untersuchen müssen. Und ich hätte dich nicht bitten sollen, den Golem zu bauen. Niemand hat Schuld daran, was passiert ist. Oder wir haben alle Schuld daran. Ganz wie du willst. Entscheidend ist, dass wir aufstehen und weitermachen. Nein, entscheidend ist, dass wir nachdenken. Das letzte Mal habe ich immer einfach weitergemacht. Und wir kennen das Ergebnis. Der Zauberstab. Mit ihm stimmt etwas nicht. Er ist zu mächtig. Wie meinst du das? Zaubern ist nichts anderes, als die um uns frei herumfliegende Magie zu fokussieren und dann zu nutzen. Gute Magier können kleine Zauber auch ohne Stäbe wirken. Aber die meisten brauchen Stäbe, um die Magie zu bündeln. Und besonders mächtige Zauberstäbe sammeln die Magie besonders gut ein? Ja. Und die Mächtigsten bündeln sie nicht nur, sie verstärken sie auch. Aber dort oben im Lehrerzimmer war es anders. Der Erzmagier hat gezaubert, Munkus hat gezaubert. Richtig. Woher kam dann all die magische Energie, die nötig war, um Alistairs magischen Schutz zu überwinden? Genau. Es ist beinahe, als wäre der Stab selber eine Quelle magischer Energie. Aber von sowas habe ich noch nie gehört. Ein Grund mehr, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein Grund mehr, nichts zu übereilen. Das ist zu groß für uns, Remy. Pah! Dieser Geist, der dich damals verfolgt hat, glaubst du, er ist noch dort unten? Ich habe mich jahrelang nicht zurück in die Dunkelheit gewagt, weil ich davon überzeugt bin. Vielleicht solltest du dann besser nicht dort hinabsteigen. Ja, vielleicht. Aber einer muss herausfinden, was es mit dem Stab auf sich hat, oder? Remy!
Mut und Zuversicht, Wilbur. Mut und Zuversicht. Viel Glück. Vielleicht ist das ein Symbol, das Besucher vor dem Bösen dort unten im Loch warnt. Oder vielleicht hält es das Böse dort unten in Schach. Es gibt uralte Zeichen, die genau so etwas können. Das Loch ist unheimlich. Wenn man sich ihm nähert, fühlt es sich an, als würden kalte Finger nach einem tasten. Remy wird es schon schaffen. Er ist zäh und clever und mutig. Alles, was ein Held sein sollte. Und Helden passiert nichts. Hoffentlich. Wie landet sowas nur im Müll? Wenn ich eine Bongo-Trommel hätte, würde ich den ganzen Tag damit spielen. Und andere würden sie deswegen auf den Müll werfen. Verstanden. Mir ist nicht nach Spielereien. Ich will raus hier und nach Hause. Ich musste mir im Weißkammgebirge lange Vorträge des Kellermeisters über verschiedene Steinsorten und Mineralien anhören. Ich kann nicht behaupten, dass ich aufmerksam zugehört hätte, aber das da sieht mir wie eine Kohleader aus. Irgendjemand muss doch die Rohre hier verlegt haben. Wie sind diejenigen hier in den Untergrund gekommen? Und noch viel wichtiger, wie sind sie wieder rausgekommen? Ein massives Rohr, vielleicht aus Eisen oder Blei. Vermutlich leitet es irgendwas aus der Stadt in eine der Höhlen hier unten. Und vermutlich will ich lieber nicht wissen, was es ist. Hier unten gibt es nicht viel, das es nicht gibt. Hamsterräder zum Beispiel. Ah! Hey, was soll das? Hast du diese Falle gebaut? Ich würde ja gerne, aber ich stecke fest. Hey, nicht! Lass das! Findest du? Ein altes Seil. Sieht noch recht brauchbar aus. Ich komm nicht ran. Ich rutsche nicht tiefer, nur komme ich auch nicht heraus. Ich stecke fest wie ein Korken in der Flasche. Ich weiß nicht, wie tief das Loch ist. Meine Füße können den Boden zumindest nicht erreichen. Hey, Kleiner, ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Hallo? Ich glaube, er versucht sich vor mir zu verstecken. Vermutlich habe ich ihn erschreckt. Ich komm nicht ran. Ein kleines Stöckchen, etwa eine Seefelselle lang. Hab's. Ein altes Seil. Sieht noch recht brauchbar aus. Ich knote den Stock ans Seil. Fertig. Ich habe den kleinen Stock ans Ende des Seils geknotet. Ob das was bringt? Ob ich... Nein. Selbst wenn ich ihn mit einem Lasso einfangen könnte. Er sieht nicht kräftig genug aus, um mich hier herausziehen zu können. Hep! Immer noch zu leicht. Hey, du! Hallo! Ich will doch nur... Hm.
Ein etwa faustgroßer Stein. Hätte wehgetan, wenn ich ihn an den Kopf bekommen hätte. Ein etwa faustgroßer Stein. Hätte wehgetan. Ich hoffe, das hält so. Ich habe den Stein ans Ende des Seils geknotet. Gibt ihm ein ordentliches Gewicht. Hep! Na also. Also schön. Und jetzt kräftig. Boah. Das war's. Hey, warte! Ich tu dir doch nichts. Das muss eines der Monster sein, von denen Ethel erzählt hat. Besser, ich habe einen Plan, wie ich es überwältigen kann, bevor es mich bemerkt. Oh, hallo! Du bist bestimmt das schreckliche Ungeheuer, das die schöne Falle meines Sohnes kaputt gemacht hat, hm? Einmal in meinem Leben möchte ich eine Unterhaltung auf andere Art und Weise beginnen. Ich bin Wilbur, Wetterquarz. Du willst mich nicht fressen oder so, stimmt's? Wilbur? Wilbur? Bist du etwa Nates kleiner Freund, der in den wilden Landen von den Orks gefangen genommen wurde? Du kennst Kapitän Nate? Kennen? Wir verehren ihn. Ohne ihn hätte ich nie Esther, die Liebe meines Lebens, kennengelernt. Gulliver mein Name. Sei uns willkommen, Wilbur Wetterquarz. Freunde von Nate sind auch unsere Freunde. Ich erinnere mich, dass Kapitän Nate von Zombies erzählte, die ihm in den wilden Landen behilflich waren. Was hat euch hierher nach Seefeld verschlagen? Ein besseres Leben. Wenn man es in Seefeld schafft, kann man es überall schaffen. Hier zahlt sich harte Arbeit noch aus. Das weiß ich von Jorge, der uns den Job hier verschafft hat. Jorge, der Händler? Der erfolgreichste Händler von Seefeld. Kaum sind wir in der Stadt angekommen, schon arbeiten wir für einen solchen Mann. Nicht schlecht, was? Ehrlich gesagt wäre ich mir nicht so sicher, ob Jorge wirklich so ein toller Kerl ist. Wie kannst du so etwas sagen? Er war es, der uns in die Stadt geschleust hat, obwohl Zombies nicht gerade beliebt in Menschenstädten sind. Sicher, das war nicht günstig. Aber Jorge hat auch seine Kosten. Und er hat uns gleich eine Möglichkeit verschafft, unsere Schulden abzuarbeiten. Wir bauen diese Schiefertafeln für ihn. Sie sind ein Hit, sagt er. Er will immer mehr haben. Hey, genau so eine hatte ich auch. Siehst du, ein Hit? Jorge hat einen Riecher für gute Geschäfte. Ich werde fleißig sein und viel von ihm lernen. Dann kann ich meiner Familie endlich alles bieten, was sie verdient. Meine magische Schiefertafel war böse und hat mich hintergangen. Magische Schiefertafel? So ein Blödsinn. Sie sind weder aus Schiefer, noch sind sie magisch. Wenn sie nicht magisch sind, wie funktionieren sie? Ich sehe keine Zahnräder. Kann ich dir nicht genau sagen. Hat mit dem intelligenten Stein dort zu tun, wie Jorge ihn nennt. Fiel eines Tages mit viel Brimborium vom Himmel. Ich schneide eine dünne Scheibe ab, setze sie in einen Holzrahmen und gebe dem Ding einen ordentlichen Stromschlag. Das ist alles. Du jagst Strom in den Stein und das weckt ihn auf? Ja, so könnte man sagen. Leider funktioniert das gerade nicht mehr. Das ist ein echtes Problem. Wie soll ich die letzte Lieferung fertig machen, wenn ich keinen Strom habe? Und Jorge hatte die Idee mit den Tafeln? Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Warum denn nicht? Er ist sehr innovativ. Hat sich die Idee mit eigenen Augen bei einem Händler im Süden abgeschaut. In den ersten Monaten hat er zwei Schreiner aus der Unterstadt daran arbeiten lassen. Aber die wollten einfach immer und immer mehr Gold haben. Haben Jorge keine Chance gelassen. Er musste sie entlassen und hat die Produktion hierher verlegt. Wir hatten Glück, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt vor den Toren standen und einen Job brauchten.
Und jetzt sind wir nur noch eine Lieferung davon entfernt, unser eigenes Gold zu verdienen. Wie liefert ihr die Tafeln in die Oberstadt? Hast du das Loch über dem Müllberg gesehen? Darüber hat Jorge uns abgeseilt. Und immer wenn wir eine neue Ladung von Tafeln fertig haben, benutzen wir die Klingel und er lässt einen Korb hinab. Dann ist das Loch in der Decke der einzige Ausgang aus dieser Unterwelt? Der einzige, von dem ich weiß. Und mehr brauchen wir auch nicht. Die nächste Lieferung ist unsere letzte. Esther, Nate und ich werden hochgezogen, können diese stinkenden Hallen verlassen und oben endlich richtig unser untotes Dasein beginnen. Wann habt ihr die nächste Lieferung fertig? Nie, wie es momentan aussieht. Kein Strom. Wenn ich mich darum kümmere, nehmt ihr mich dann mit? Warum nicht? Wenn du uns hilfst, helfen wir auch dir. Ist doch klar. Also schön. Wo liegt denn das Problem? Warum habt ihr keinen Strom? Das wüsste ich auch gern. Ich vermute, die verfluchten Ratten stecken dahinter. Sie nutzen dieselben Leitungen wie wir. Vermutlich wollen sie die Produktion sabotieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Ratten sind sehr nett. Nett? Haben meine Frau angegriffen. Wollten sie auffressen. Und jetzt wollen sie verhindern, dass wir uns hocharbeiten. So sieht's aus. Dein Sohn? Der kleine Roboter ist dein Sohn? Und dieser kleine Roboter... Nate. Nate? Wir haben Nate versprochen, unser erstes Kind nach ihm zu benennen. Eigentlich wollten wir noch warten, aber meine kleine Kirschblüte war häufig deprimiert, meinte, ich arbeite zu viel und dass sie sich einsam fühle. Du weißt ja, wie Frauen sind. Nein. Da haben wir Nate gebaut. Naja, oder zumindest den Anfang. Den Rest hat er alleine gemacht. Er ist ein toller Erfinder. Nate hat sich selber gebaut? Sobald er einen Schraubenzieher halten konnte, war er nicht mehr zu bremsen. Aber er bastelt nicht nur an sich selbst herum. Hat fast alle Maschinen hier erfunden. Auch das Ding da? Ist ja beeindruckend. Was tut es? Ach das. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass eine Maschine meine Arbeit schneller erledigen könnte. Aber wie du siehst, funktioniert sie nicht. Man würde keine solche Werkstatt unter einem Schrotthaufen erwarten. Danke. Habe alles selbst aufgebaut. Ich habe Tage und Nächte geschuftet. Denn natürlich durfte die Produktion der Tafel nicht darunter leiden. Aber das war es wert. Mein Sohn ist ein Tüftler, genau wie sein alter Herr. Hier kann er alles lernen, was er später mal braucht. Ich glaube, ich habe Nate vorhin verschreckt. Er ist schüchtern. Und er hat jemanden wie dich noch nie gesehen. Wenn man es genau nimmt, kennt er nur Esther und mich. Wo ist Esther? Oh, in unserem Zuhause. Es ist nicht wirklich vorzeigbar. Außerdem solltest du dich erst einmal um den Strom kümmern. Kein Problem. Ist hoffentlich keine große Sache. Es gibt viel zu tun. Besser, ich mache mich gleich an die Arbeit. Das ist die richtige Einstellung. Nur wer fleißig ist und hart arbeitet, wird es zu etwas bringen. Gulliver, kann ich mir einige Bretter ausborgen? Ja, kein Problem. Ich habe mehr als genug Holz für die Lieferung. Ich habe noch nie erlebt, dass Klebeband nicht nützlich war. Hi, Ethel. Remy ist fort. Er ist in das dunkle Loch hinabgestiegen. Mutig und ganz allein im Dunkeln. Er geht mal wieder ein großes Risiko ein. Ob das klug ist? Es liegt in der Natur des Risikos, riskant zu sein. Weißt du, ob es einen Weg hier hinaus gibt? Einen Gnomengröße, meine ich. So groß? Nein. Aber Monsieur de Dumas hat einen Verkleinerungsring.
Er hat ihn mitgenommen. Dann wollte er wohl, dass du hier bleibst. Er kann nicht verstehen, dass ich... Vielleicht geht es mir besser, nachdem ich ein paar Wochen zu Hause war. Vielleicht, vielleicht nicht. Er bräuchte einen Freund an seiner Seite. Nicht vielleicht, nicht in Wochen. Jetzt! Hält großes Stück auf dich. Alle Ratten tun das. Dann habt ihr leider auf den Falschen gesetzt. Remy hätte mich hier nicht einsperren dürfen. Er hätte mich einfach gehen lassen sollen. Hat seine Gründe, hat er immer. Ihm muss doch klar sein, dass ich, egal wie kompliziert es ist, früher oder später einen Weg hier rausfinden werde. Ich bin ziemlich gut in solchen Dingen. Vielleicht geht es genau darum. Ich... Der Eintopf riecht erstaunlich gut. Was heißt dir erstaunlich? Möchtest du eine Schüssel? Tja, also... Hunger hätte ich schon. Einmal Eintopf, kommt sofort. Das schmeckt fantastisch. Kochen ist wie Alchemie, nur mit weniger Explosionen. Timmy hat lange versucht, mich aufzumuntern und mich dazu zu bringen, endlich aus dem Bett zu kommen. Irgendwann hat er es aufgegeben. Hi, Timmy. Hi. Ethel glaubt, dort unten gäbe es Monster. Aber es sind nur Zombies und Roboter, soweit ich gesehen habe. Sie scheinen sehr nett zu sein. Der Totenschädel wirft Sachen nach uns, wenn er uns sieht. Und der kleine Roboter flieht, wenn ich ihm zu nahe komme. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, freundlicher euch gegenüber zu sein. Wie es aussieht, ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Vor 2 Tagen. Was ist geschehen? Das, was dieser Tage überall geschieht. Die kleine Van Buren hat ihren Spaß gehabt. Wir hatten den Strom vom Rollenspielgerät im Gasthaus abgezweigt. Und das gibt es nicht mehr. Das Gasthaus? Was ist mit Sloth und Grump? Denen geht es gut. Noch. Wenn sie hübsch mitspielen und die Köpfe unten halten, haben sie vielleicht eine Chance. Oh Mann. Remy wird nichts passieren. Er ist die zäheste Ratte, die ich kenne. Aber er ist ganz alleine da unten in diesem schrecklichen Loch. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich. Es hat sich noch nie jemand darunter getraut, außer Onkel Remy und seinem Großvater. Das Loch ist böse. Ich wünschte, ich hätte mit ihm hinabsteigen können. Wäre es in der aktuellen Situation unangebracht, dich zu bitten, in einem Hamsterrad zu laufen? Ziemlich. Deswegen würdest du das ja auch nicht tun, oder? Natürlich nicht. Und wäre es auch unangebracht, Ethel darum zu bitten? Jep, natürlich. Ethel ist eine hervorragende Köchin, aber auch etwas speziell, oder? Total verrückt! So hätte ich es vielleicht nicht ausgedrückt. Ihr Käfig stand im Labor direkt über dem Kochtopf. Zu viele Dämpfe. Aber sie ist harmlos und die beste Alchemistin, die es gibt. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber kennst du einen Ausgang aus diesen Höhlen? Dutzende. Auch einen in meiner Größe? Nein, außer natürlich das unerreichbare Loch in der Decke. Das habe ich befürchtet. Hallo, Gulliver. Hallo, Wilbur. Ich habe mit den Ratten gesprochen. Sie haben auch keinen Strom mehr. Ach ja?
Sie sagen, Sie hatten den Strom von der Rollenspielmaschine im Gasthaus. Irgendwas muss mit der passiert sein. So ein Quatsch. Was soll schon damit passieren? Ich weiß, du legst viel Hoffnung in euer Leben dort oben in Seefeld, aber... Nichts öffnet so viele Türen wie Erfolg. Vielleicht müssen wir doppelt so hart arbeiten, weil wir Zombies sind. Aber wir werden es schaffen. Wir haben jede Menge Zeit, weißt du? Vielleicht seid ihr in der Stadt nicht sicher. Ihr könntet verwandelt werden. Verwandelt? Wovon redest du? Jemand könnte sich an eurem Aussehen stören und etwas dagegen unternehmen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Das Rad sieht nicht aus, als sei es viel benutzt worden. Irgendwo gibt es einen faulen Hamster ohne Rad. Ziemlich festes und sehr klebriges Klebeband. Marke Welch. Sogar doppelseitig. Das ist doppelt so gut wie normales Klebeband. Ich habe gleich mal außen und innen etwas vom doppelseitigen Klebeband befestigt. Doppelt hält besser. Hey, ein Wasserrad. Nicht schlecht. Aber es fehlen noch ein paar Schaufeln. Ich bitte Ethel einfach noch ein paar Mal um einen Topf. Danke, ich kriege keinen Bissen mehr runter. Voila! 8 Schüsseln am Hamsterrad. Das muss reichen. Ein Pelzstreifen mit ziemlich langen Haaren. Schön flauschig und warm. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber ich habe den Pelz an die Innenseite des Rads geklebt. Im Gummischlauch ist kein Wasser mehr. Vielleicht funktioniert das sogar. Wow, man kann Rattentrinkschläuche aufblasen. Wer hätte das gedacht? In Ordnung. Ich stecke den Luftballon in die Mitte. Ich habe die Suppenschüsseln an die Außenseite des Hamsterrads geklebt. Sieht aus wie das Wasserrad am Quellbach im Weißkammgebirge. An die Innenseite habe ich den Pelz geklebt. Wenn sich das Rad dreht, dreht er sich mit. Der aufgeblasene Wasserschlauch streift dabei den Pelz. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Alles kein Problem, wenn man sich mit Gnomenphysik auskennt. Hallo, Gulliver. Hallo, Wilbur. Ich bin der Herr des Stroms. Wie bitte? Wir haben wieder Strom. Tatsächlich? Sieht gut aus. Wir sind wieder im Geschäft. Sobald wir das andere Problem gelöst haben, können wir die Lieferung fertig machen. Es gibt noch ein Problem? Jorge hat vor 2 Tagen seine Bestellung geändert. Anstatt schwarz müssen die neuen Tafeln flauschig und pink sein. Flauschig und... Ach, und nun? Es ist das Gesetz, meint Jorge. Esther sucht schon nach einer Lösung. Frag sie bitte, wie weit sie ist. In Ordnung. Aber sobald wir das Problem gelöst haben, können wir hier raus? Natürlich. Sobald wir eine Lösung haben, sind es nur noch 2, höchstens 3 Wochen und die Lieferung ist fertig. Die Akustik hier unten ist witzig. Man hört manchmal Dinge wie 2 bis 3 Wochen, obwohl du doch bestimmt Stunden oder vielleicht Tage gesagt hast. Ha, schön wär's. Wenn alles glatt läuft, schaffe ich 3 Tafeln am Tag. 4, wenn ich Nachtschichten einlege. Ein paar sind mehr oder weniger fertig. Jorge will 80 Stück.
Ich will hier weg und ich will keine 3 Wochen warten. Man bekommt nicht immer alles, was man will. Vielleicht kannst du mir später beim Schneiden des Felsens helfen. Dann sparen wir vielleicht 2 Tage. Aber... Hi, du musst Esther sein. Hi, Nate. Tut mir leid, wenn ich dich vorhin erschreckt habe. Gulliver hat versprochen, mich mit an die Oberfläche zu nehmen, wenn ich euch dafür bei der Lieferung helfe. Er meinte, du machst die flauschigen, pinkfarbenen Bezüge für die Tafeln? Oh, ich bin noch nicht so weit. Und es sind keine Bezüge. Ich versuche, eine flauschige Farbe zu mischen. Eine flauschige Farbe? Ja, hier unten gibt es kaum flauschige Stoffe oder Felle. Aber alte Farben und Chemikalien gibt es zuhauf. Ich habe noch nie von flauschiger Farbe gehört. Es gibt warme Farben, kalte Farben, knallige Farben. Warum sollte es nicht auch flauschige Farben geben? Ich bin mir nicht sicher, ob eine flauschige Farbe der richtige Weg ist. Es ist der einzige Weg. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich bin sicher, ein guter Alchemist hätte schon längst die richtige Mischung gefunden. Ich kenne jemanden, der sich mit Alchemie gut auskennt. Tatsächlich? Würde er uns helfen? Ich, glaube nicht. Sie ist Köchin im Rattenlager. Ach, die alte Geschichte. Die Ratten sind sehr nett und auch mit euch kommt man doch gut klar. Warum mögt ihr euch nicht? Das ist alles ganz blöd gelaufen. Als wir hier ankamen, hatten wir eine sehr lange Reise hinter uns. Wir hatten uns in den Müll gelegt, um etwas auszuruhen. Irgendwann bin ich aufgewacht und sah eine Ratte, die an einem meiner Finger knabberte. Sie muss mich für einen weggeworfenen Leckerbissen gehalten haben. Aber das habe ich erst später verstanden. Ich habe mich sehr erschrocken und laut geschrien. Und dann? Gulliver ist aufgesprungen, um mich zu verteidigen. Dabei stieß er einen Stapel Schrott um, der sowohl ihn als auch das Bein der fliehenden Ratte unter sich begrub. Gulliver stieß wüste Drohungen aus und versuchte, sich unter dem Müll zu befreien. Ich ging zu der kleinen Ratte, um ihr zu helfen. Sie muss Panik bekommen haben. Sie nagte sich ihr Bein ab und humpelte davon. Das ist eine tragische Geschichte. Seitdem glaubt Gulliver, die Ratten hätten es auf uns abgesehen. Er will mich beschützen. Er lässt keine der Ratten in die Nähe unseres Lagers und hat Nate und mir verboten, mit ihnen zu sprechen. Aber wenn dir Ethel, die Köchin, helfen wollen würde, würdest du dir helfen lassen? Klar, warum nicht? Wir dürfen nur Gulliver nichts davon erzählen. Er würde nie eine Ratte in unserem Zuhause akzeptieren. Das ist das kleinere von beiden Problemen. Das größere ist Ethel. Selbst wenn du die richtige Farbe findest, Gulliver meint, es würde noch Wochen dauern, bis die Lieferung fertig wäre. Es ist harte Arbeit und Gulliver arbeitet so schnell er kann. Es muss doch einen schnelleren Weg geben, die Tafeln zu bauen. Der Meinung ist Nate auch. Deswegen hat er den Konstruktor gebaut. Nur leider funktioniert er nicht. Damit würde es schneller gehen? Na ja, ganz so schnell wohl nicht. Ein paar Stunden würde es immer noch dauern. Nate und Gulliver scheinen Gnomenblut in den Adern zu haben. Nein, Nate hat gar kein Blut. Bei Gulliver könnte vielleicht noch irgendwo was kleben, aber... Das meinte ich nicht.
ich meinte, dass beide gern Dinge erfinden. Das stimmt. Früher haben sie oft zusammen gebastelt. Aber jetzt, wo Gulliver so viel zu tun hat, hat er dafür keine Zeit mehr. Ich weiß, aber der Papa arbeitet ja nur so viel, damit er später mal mehr Zeit für dich hat. Ich finde es toll, was ihr euch hier aufgebaut habt. Die Werkstatt, diese Höhle. Wir haben uns viel Mühe gegeben und es reicht aus. Ein kleines Heim für eine kleine Familie. Gulliver sieht das, glaube ich, anders. Er plant schon euer Leben in einem Palast, wie mir scheint. Er ist sehr optimistisch. Ich denke, wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wenn man immer nur von der Zukunft träumt, verpasst man das Hier und Heute. Leben ist das, was mit dir passiert, während du andere Pläne machst. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung, aber es stimmt. Gulliver ist ganz begeistert von Jorge. Ja, er glaubt, er wird uns helfen. Aber du glaubst das nicht? Was weiß ich schon. Ich bin nur ein einfaches Mädchen, das für seine Familie sorgen will. Aber mir wurde der Kopf abgeschlagen, nur weil ich ein Zombie bin. Ich weiß nicht, ob uns die Leute in Seefels mögen würden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Ich schlage vor, du machst erst mal weiter. Ich schaue so lange, ob ich Ethel für unsere Sache begeistern kann. Tu das. Mach's gut, Nate. Und vor uns Gnomen muss man keine Angst haben. Ja, Nate. Wilbur ist ein Gnom. Die kennst du doch aus deinem Buch. Nate hat ein Buch über die Rassen Aventasiens. Es ist sein Lieblingsbuch. Ich muss ihm jeden Abend daraus vorlesen. Ja, ein Gnom. Ja, Gnome. Nate glaubt, endlich einen anderen Erfinder gefunden zu haben. Erfinder? Alle Gnome sind Tüftler und Erfinder, steht in dem Buch. Oh Mann. Was ist das hier? Eine Karte von Aventasien. Nate hat sie gebaut. Er stellt sich gerne vor, wie er all die Orte besucht. Er war noch nie da oben, oder? Nein, aber ich erzähle ihm jeden Abend davon. Und er hat seine Bücher. Die Karte ist aus altem Blech und Metallteilen zusammengebaut. Es muss ewig gedauert haben. Ich hoffe, Nate bekommt eines Tages die Möglichkeit, ein paar dieser Orte zu besuchen. Esthers Ausrüstung ist nicht schlecht. Hier scheint es hauptsächlich an Erfahrung zu mangeln. Brauchst du diese Halterung, Esther? Ich weiß nicht. Brauche ich? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich brauche sie. Woher weißt du das? Wenn es in der Komplettlösung steht, dass ich das Ding mitnehmen soll, tue ich das. Steht in dieser Komplettlösung auch, wie ich die flauschige Farbe mixen kann? Klar. Warum schauen wir dann nicht nach? Wo wäre da die Herausforderung? Ich glaube, du machst dich nur über mich lustig. Aber nimm es gerne mit, ich brauche es nicht. Ein selbstgemaltes Porträt. Könnte Verwandtschaft von Gulliver sein. Das sieht aus wie eine Waage, wie sie von einigen Händlern auf dem Markt benutzt wird. Aber diese ist kaputt. Eine der Schalen fehlt. Soll ich mal schauen, ob ich eine zweite Schale für die Waage finden kann, Esther? Ach nein, lass mal. Ich mische die Farben nach Augenmaß. Kannst die Waage aber gerne mitnehmen, wenn du willst. Vielleicht ist sie nützlich. Danke.
Lass mich raten. Das hier ist eine von Nets Erfindungen. Aber klar. Sie macht uns jeden Morgen Frühstück. Sie funktioniert? Sagen wir so. Als nächstes wünsche ich mir eine Maschine, die nach dem Frühstück die Küche putzt. Ein leerer Vogelkäfig? Oh, Nate fühlt sich häufig allein, wenn Gulliver und ich arbeiten müssen. Wir dachten, ein Vogel könnte ihm vielleicht Gesellschaft leisten. Ich komme gut damit voran. Ich habe schon einen Fledermausflügel und ein paar Froschaugen gefunden. Wow. Es ist feiner weißer Meeressand. Den kann ich mir nicht einfach so in die Tasche stecken. Ich brauche einen Behälter oder so etwas. Ein Säckchen, das mit Schnüren zugezogen werden kann. Es ist leer. Ein paar Handvoll Sand sollten reichen. Bilder von Nate, würde ich sagen. Die meisten zeigen Bäume, Blumen und Wolken. Esther hat einen Haufen verschiedener Farben und Lacke organisiert. Ob sich daraus aber tatsächlich die gewünschte Farbe mischen lässt, weiß ich nicht. Ein kleiner Kantschlüssel. Nate muss ihn für die Konstruktion der Landkarte benutzt haben. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir ausleihe. Mein Sohn meint, du könntest ihm vielleicht bei seinem Konstruktor helfen. Ich habe ihm gesagt, dass du meinst, du seist kein Erfinder. Aber immerhin hast du für Strom gesorgt und Nate meint, alle Gnome seien Erfinder. Theoretisch ja. Praktisch bin ich praktisch überhaupt nicht praktisch veranlagt. Aber der Konstruktor könnte uns viel Arbeit sparen, wenn er liefe. Und du hattest es doch eilig. Ich könnte ihn mir ja mal ansehen. Wo liegt das Problem? Wir brauchen einen starken Keilriemen. Alle, die Nate bisher ausprobiert hat, sind gerissen. Und wir brauchen Kohle für die Dampfmaschine. Holz und Müll brennen nicht heiß genug. Ob die Maschine dann allerdings funktioniert, kann ich nicht sagen. Nicht alle von Nates Erfindungen funktionieren auf Anhieb. Hey! Keilriemen und Kohle. Klingt machbar. Aber denk dran, dass wir auch noch die flauschige Farbe brauchen. Wie könnte ich das? Die Arbeit hört nie auf. Wie es aussieht, hast du Unterstützung. Stellt keinen Blödsinn an, Jungs. Das sieht allerdings doch eher wie der Nachbau eines Urkuckucksnests aus. Es gibt Leute, die hängen sich sowas gerne ins Wohnzimmer. Der Kantschlüssel könnte tatsächlich passen. Es funktioniert. Sie tickt. Ich stelle die Zeiger mal auf 12 Uhr. Der Vogel ist ganz schön mitgenommen. Er verliert bereits seine Federn. Hi, Ethel. Ich habe jemanden getroffen, der Hilfe bräuchte. Deine Hilfe, um genau zu sein. Hat er eine Frage, die ihn quält? Ich habe keine Antworten. Nur noch mehr Fragen.
Er ist eine Sie. Und es geht um ein alchemistisches Problem. Sie will eine, flauschige rosa Farbe mischen. Verstehe. Machbar. Machbar? Dann kannst du ihr zeigen, wie es geht? Ja. Monsieur de Dumas sagt immer, wir sollen anderen helfen. Wo ist sie? Es könnte vielleicht ein kleines Problem geben. Kleines Problem? Wieso? Ein winzig, klitzekleines Problemchen. Winzig, klitzekleines Problemchen? Wer ist sie? Das ist, geheim. Ja, genau. Geheim? Ja, du musst deine Augenbinde tragen. Und eine Wäscheklammer auf der Nase. Wie soll ich dann die Chemikalien mixen? Ich muss sehen, wie sie sich verhalten und riechen, ob die richtige Konzentration erreicht ist. Nein, keine Augenbinde, keine Wäscheklammer. Sie ist ein Zombie. Du wolltest mich in die Höhle dieser Monster bringen? Es sind keine Monster. Es sind Gulliver und Esther. Und sie wollen dir nichts tun. Naja, wir sollten uns von Gulliver vielleicht erst einmal fernhalten und... Ich werde nicht mitwirken. An gar nichts. Die Zombies wollen die Höhlen verlassen. Ist das nicht ein Grund für dich, ihnen zu helfen? Hätte die Höhlen lieber Monster frei. Das kannst du mir glauben. Aber ich gehe nicht in die Nähe der Monster. Hat mich ein Bein gekostet beim letzten Mal. Gibt es gar keine Chance? Naja, wenn Schweine fliegen könnten. Oder wenn Monsieur de Dumas mich darum bittet, natürlich. Für Monsieur de Dumas tue ich alles. Er würde dich bitten, ihnen zu helfen. Ganz bestimmt. Hat er aber nicht. Und er ist nicht da. Hilfst du Esther mit dem Mixen der flauschigen Farbe? Bitte. Nein. Oder Oder wenn Schweine... Irgendwie muss ich Ethel davon überzeugen, dass es Remis Wunsch ist, dass sie den Zombies hilft. Oder ich brauche ein Schwein und ein paar große Flügel. Ich muss weiter, Ethel. Lass dich nicht unterkriegen, mein Großer. Timmy? Hm? Ich weiß, dass du wütend auf mich bist. Aber wie wäre es mit etwas mehr Verständnis? Stell dir vor, du findest heraus, dass du kein Magier bist, obwohl du nie etwas anderes sein wolltest. Stell dir vor, dass du so unfähig bist, dass deine Freunde durch deine Schuld getötet werden. Aber wir brauchen dich hier. Jeden Tag wird der Widerstand schwächer und Van Buren stärker. Und du willst uns trotzdem verlassen? Wie sollte ich euch helfen? Ich bin kein Magier, ich bin kein Kämpfer, ich bin kein Heiler, ich bin kein Ingenieur. Ich bin gar nichts. Selbst der Erzmagier war machtlos gegen diesen Zauberstab. Was soll jemand wie ich da schon ausrichten können? Du könntest es wenigstens versuchen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Timmy. So? Es geht um die Zombies. Ich schaffe es nicht allein. Ich soll den Leuten helfen, die Sachen nach mir schmeißen? Und was hast du davon? Bringen sie dich hier raus, damit du verschwinden kannst. Du kennst doch Jorge, den Händler. Er hat sie in die Stadt geschmuggelt und hierhin hinabgelassen. Sie müssen für ihn schuften, bis sie ihre Schulden abgearbeitet haben. Er nimmt sie aus. Sollen sie halt aufhören, für ihn zu arbeiten. Die Zombies haben niemandem etwas getan und wollen einfach nur ein besseres Leben für sich und ihren Sohn. Ich sage ja nicht, dass ich richtig finde, was Jorge mit ihnen macht. Aber du unternimmst nichts dagegen? Hast du nicht gesagt, man soll anderen helfen, wann immer man kann? Hier hast du eine Gelegenheit, direkt vor deiner Haustür. Und ganz nebenbei verschaffen wir dir einen Weg hier raus, oder? Aber gut, eins nach dem anderen. Dass du zumindest den Zombies helfen willst, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Verlass dich nicht drauf, dass ich weitere mache.
Das bleibt abzuwarten. Freunde? Freunde. Ich helfe dir und den Zombies. Und dann sehen wir weiter. Hey, Nate! Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Wobei, Landkarte kann man das ja nicht nennen. Es ist fast eine Miniaturwelt. Ja, all die Berge und Wälder und Städte. Und das hast du alles nur aus Büchern und den Erzählungen deiner Eltern? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, noch nie diese Unterwelt verlassen zu haben. Blauer Himmel, grüne Bäume, frische Luft. Dir steht eine Menge bevor. Ich bring dich hier raus, Nate. Versprochen. Ich weiß, was Erfindungsreichtum und Ehrgeiz alles bewerkstelligen könnten. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Aber der Konstruktor, das ist wahrlich ein beeindruckendes Stück Technik. Ja, wenn wir ihn zum Laufen kriegen, sollte die Lieferung im Handumdrehen fertig sein. Was fehlt noch, damit der Konstruktor seine Arbeit aufnehmen kann? Stimmt. Kohle für die Dampfmaschine und ein kräftiger Keilriemen. Das hat auch Gulliver gesagt. Die Arbeit ruft. Ich bin froh, dass ich Timmy an meiner Seite habe. Er erinnert mich daran, wie ich früher war. Optimistisch, unerschrocken, naiv. Nate, das hier ist Timmy. Wir werden zusammen dafür sorgen, dass ihr die letzte Lieferung für Jorge fertig machen könnt, okay? Schön, dich kennenzulernen, Nate. Er hat gesagt, ist mir eine Ehre. Glaube ich zumindest. Das ist ein Feuerwerkskörper. Als der Krieg vorbei war, gab es eine große Siegesfeier in Seefeld. Mit jeder Menge Raketen und Knallfröschen. Es brachen mehrere Feuer aus und die Stadt wurde stärker in Mitleidenschaft gezogen als zu irgendeinem Zeitpunkt des Krieges. Zu feiern habe ich nichts, aber vielleicht kann ich das Schwarzpulver mal gebrauchen. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Ich brauche einen Brocken vom intelligenten Stein, Gulliver. Für den Konstruktor? Natürlich, nimm nur. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Der Konstruktor soll von sich aus den magischen Stein und die Bretter zersägen und alles zusammenbauen. Eine ziemlich komplexe Aufgabe. Also schön. Dieses Monstrum könnte die Tafelproduktion so stark beschleunigen, dass wir die letzte Lieferung an Jorge noch heute fertig bekommen könnten. Dafür müssen wir der Maschine nur Beine machen.
Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig Dampf machen wollen, brauchen wir Kohle. Jede dampfbetriebene Maschine, die etwas auf sich hält, hat solch eine Pfeife. Das große Schwungrad treibt die Maschine an. Aber es fehlt die Verbindung zur Dampfmaschine. Dir sind alle Keilriemen bisher gerissen? Also brauchen wir einen richtig kräftigen. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Okay, wenn ich es recht verstehe, sollen die Rohstoffe über diesen Trichter in die Maschine kommen, richtig? In Ordnung. Das wären Holzbretter und etwas von dem intelligenten Stein. Diese Anzeige scheint anzuzeigen, wie effektiv die Maschine läuft, oder? Die müssen wir im Auge behalten, sobald wir in der Produktion sind. Wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht nötig. Die Maschine ist ordentlich geölt. Gut gemacht, Nate. Über diese Hebel lässt sich der Konstruktor steuern, richtig? Brauchst du mir jetzt nicht alles zu erklären? Erst einmal müssen wir das Baby zum Laufen kriegen. Nein, ich lasse es lieber liegen. Auf den Tellern sind fettige... Erst recht... Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Der Vogel hat schon bessere Tage gesehen. Sieht fast ein bisschen unheimlich aus. Hey, Nate. Ich habe was für dich. Für dich. Für den leeren Vogelkäfig. Gern geschehen. Der kleine Umhang, den jemand für die Ritter-Tilo-Holzfigur gemacht hat. Ich habe hier einen kleinen Umhang, Timmy. Und was willst du damit? Esther schafft es alleine nicht, die flauschige rosa Farbe zu mixen. Ethel muss ihr helfen. Aber Ethel hilft ihr nur, wenn Remy sie darum bittet. Onkel Remy gibt seine Befehle immer persönlich. Und ich glaube, selbst Ethel würde auffallen, dass du nicht Onkel Remy bist. Eben. Deswegen dachte ich auch an dich. Eine Verkleidung! Nur, meine Stimme ist viel zu hoch. Ich könnte für dich sprechen. Das klingt wie ein Plan, der nur funktionieren kann. Eine schöne kleine Feder. Ich lasse sie lieber weiter an ihrer Farbe arbeiten. Auch wenn ich nicht recht glaube, dass sie ohne Ethels Hilfe eine Chance hat.
Bestimmt nicht leicht für Nate. Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Eine leere Cognac-Flasche. Als Deckel fungiert ein kleiner Musketierhut. Noch einer für alle, steht auf der Flasche. Ich mag keinen Alkohol, aber der Deckel ist witzig. Ein Musketierhut mit Feder. Das erinnert mich an etwas. Remy ohne Hut? Das wäre undenkbar. Zieh mal die Verkleidung an, Timmy. Hier? Warum? Ein mehr oder minder weißes Geschirrtuch. Hey, Timmy, meinst du, du könntest mir das Handtuch holen? Ich glaube nicht. Ethel ist sehr wachsam, wenn es um ihre Sachen geht. Kannst du sie ablenken, damit ich es versuchen kann? Klar. Hi, Ethel. Ein Topf? Nanu? Wie siehst du denn aus? Hab's. War nett, mit dir zu reden. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super, aber könnte etwas heißer sein. Also schön. Jetzt ist das Handtuch zwar ganz fettig und dreckig, aber die Teller sind immer noch nicht sauber. Der Keilriemen dort oben. Wäre der für unsere Sache geeignet? In Ordnung. Dann müssen wir ihn nur noch irgendwie runterkriegen. Na, deutlich außerhalb meiner Reichweite. Ein gut 4 Gnomenschritt langes Holzbrett, das ich wie alles andere ohne Probleme in meiner Jackentasche mit mir herumtrage.
Stell dich da mal hin, Timmy. Was hast du vor? Ich arbeite da an etwas. Was genau wird das? Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Lineal in meinem Klassenraum? Klar, aber was genau willst du erreichen? Den Keilriemen da oben. Brauchen wir den wirklich? Komm schon. Willst du durch die Luft katapultiert werden und deine Gesundheit aufs Spiel setzen oder nicht? Schon gut, aber mit Schwung. Alles in Ordnung, kleiner Freund? Das war voll krass! Und eine Ogerhandbreit zu niedrig. Stell dich nochmal auf die Wippe, Timmy. Klar! Hey, Nate! Nate, kannst du einmal rüberkommen? Ich brauche etwas zusätzliches Gewicht. Vertrau mir. Das sollte reichen. Bereit, Timmy? Mehr Power! Das ist es. Ah! Danke. Haha, wir sind ein gutes Team. Yippie! Hey, Nate. Noch eine Runde. War mir ein Vergnügen. Noch eine Runde. Äffel scheint nur Augen im Hinterkopf zu haben, wenn Dinge verschwinden. Nicht, wenn sie zurückgebracht werden. Hi, Äffel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super, aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden! Ist etwas? Sehkraft wird schwächer und schwächer. Sehe nur noch unscharf und verschwommen. Muss mich noch mal mit Verjüngungstränken beschäftigen. Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Monsieur de Dumas, Sie sind zurück! Ja. Aber nur ganz kurz, weil ich wieder zurück muss.
Was befindet sich dort unten in diesem fürchterlichen Loch? Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ich dachte, Sie hätten Streichhölzer dabei gehabt. Schon, aber ich musste auch noch ein Feuer machen und auf jeden Fall hatte ich nicht genug. Das ist einer der Gründe, warum ich zurückgekommen bin. Und der andere? Ich möchte dich bitten, den Zombies unter dem Müllberg behilflich zu sein. Oh, denn ja. Muss das unbedingt sein? Die Zombies werden ausgenutzt. Sie haben einfach etwas Besseres verdient als das hier. Wilbur meinte sowas auch schon. Was meinst du dazu? Remy wird schon recht haben. Genau, hör auf Wilbur. Also schön, was soll ich tun? Hilf Esther, der Zombie-Frau, diese flauschige Farbe zu mixen, die die Zombies benötigen. Das sollte kein Problem sein, solange sie mich nicht auffressen. Dafür kann ich garantieren. Oh, Timmy, du bist auch hier? Wo ist Monsieur de Dumas? Der ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Schade. Jetzt aber schnell zu Esther. Schau mal, wen ich hier habe. Oh, hallo. Das ist Ethel. Ethel, das ist Esther. Hallo. Ich glaube, ihr seid euch schon mal begegnet. Es tut mir leid, dass mein Mann und ich dir damals so viel Angst eingejagt haben. Und, mir tut es leid, dass ich dich angeklammert habe. Das ist schon in Ordnung. Kann ja mal passieren. Ich mag die Blume in deinem Haar. Sehr hübsch. Danke. Ich mag es, dass du mich nicht auffressen willst. Wilbur meinte, du hättest ein alchemistisches Problem. Ich versuche, pinke Farbe herzustellen, aber sie muss flauschig sein. Verstehe. Zeig mal, was du da hast. Friede zwischen Ratten und Zombies. Das fühlt sich ziemlich gut an. Die Schüsseln sind für Ratten gemacht. Das heißt, da passt nicht viel mehr als ein Esslöffel Suppe rein. In Ordnung. Hey! Noch ein Feuerwerkskörper. Diese Menge Schwarzpulver in einem Papier eingewickelt ergibt eine ausgewachsene Dynamitstange. Da bin ich mir sicher. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Pfuh, wenn es doch nur so wäre. Wenn ich das Schwarzpulver aus den Feuerwerkskörpern ins Plakat einrolle, habe ich so etwas wie eine Dynamitstange. Und wie es aussieht, habe ich genau die richtige Menge Schwarzpulver dafür. Das ist genug Sprengkraft. Wofür auch immer. Zum Wiegen taugt die Waage nichts. Eine der Schalen fehlt. Eine Vorrichtung, mit der Glaskolben, Reagenzgläser und solche Sachen gehalten werden können. Warum nicht? Die Waage hängt an der Halterung.
Hätte ich eine zweite Schale, könnte ich etwas wiegen. Das ist mehr als genug Kohle, um der Dampfmaschine Beine zu machen. Ich muss sie nur irgendwie aus dem Fels bekommen. In Ordnung. Das sollte gehen. Die Sprengladung sollte ausreichen, um die Kohle aus dem Fels zu holen. Ich hoffe, dass die Höhlen so stabil sind, wie sie aussehen, und ich nicht aus Versehen halb Seefels einstürzen lasse. Das Seil hat mir gute Dienste geleistet. Vielleicht kann es das erneut. Ich knote das andere Ende hier fest, damit er nicht herunterfällt. Solange Ethel bei den Zombies ist, braucht sie die wohl nicht. Ich zünde sie am Kaminfeuer an. So, hab sie. Ich drücke die Kerze auf der Seite mit der fehlenden Schale auf das Querstück. So, das sollte halten. Okay, ich steche ein Loch in den Sack, Sand läuft aus. Er fällt in die Waagschale, drückt sie hinunter und die Kerze wird angehoben. Sie entzündet die Sprengladung und bumm, wir haben unsere Kohle. Und dank unseres Erfindungsreichtums auch noch all unsere Finger. Bringt euch schon mal in Sicherheit. In Ordnung. Köpfe einziehen. Alles bereit zur Sprengung. Jetzt. Gleich. Jetzt. Jetzt. Jeden Augenblick. Nate! Nicht! Nein! Nate? Nate! Tu mir das nicht an! Wir müssen was tun! Du musst ihn reparieren! Ich kann nicht. Ich bin kein Ingenieur. Das ist egal! Hilf ihm! Ich... Moment! Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Opa hat mir davon erzählt. Die besten Gnomen-Ingenieure geben diese Technik an ihre Schüler weiter. Tu es! Geh! Endlich! Du blödes Ding! Hast du einen schweren Schraubenschlüssel? Damit geht es besser. Nicht nötig! Nichts passiert, was er nicht selber reparieren könnte, würde ich sagen. Wir haben uns Sorgen gemacht, Nate.
Aber dann hat dich jemand gerettet, der kurz mal vergessen hatte, dass er das eigentlich gar nicht konnte. Nate! Alles in Ordnung? Zwerge glauben, Kohle bringe Glück. Ich finde, sie macht vor allem schmutzige Finger. Los, Jungs, lasst uns den Haufen in die Werkstatt bringen. Nee, nee, du bist in Ordnung. Du kannst schleppen. Puh. Ich werde kein Bergmann. So viel steht fest. Das sieht gut aus. Hier sieht alles soweit in Ordnung aus. Wenn ich ihn grundlos störe, kommt... Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das Wasser zu Dampf wird und den Druck ansteigen lässt. Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig dampfen, war ein ganz schöner Akt, aber der Haufen sollte reichen, um die Lieferung fertig zu kriegen. Über diese Hebel lässt sich der Brauchst du? Hier sieht alles soweit. Solange die Maschine. Aber so. Na gut, der zweite. Okay. In Ordnung. Wenn die Maschine. Moment, gut gemacht. Das war's. Jetzt müsste alles funktionieren. Der Konstruktor funktioniert? Das werden wir nur erfahren, wenn wir es ausprobieren. Na los, alle Mann an Bord. Bringen wir das Ding auf Touren. Wenn wir den Zeiger in den grünen Bereich bringen und dort halten, läuft die Maschine effizient. Und wie stellen wir das an? Nach guter alter Gnomenart. Wir probieren so lange herum, bis wir wissen, was wir tun. In Ordnung. Du hast das Kommando. Thank you.
jetzt nicht nachlassen. Wir haben's raus. Immer so weiter. Und ob ihr's raus habt? Die Tafeln fliegen nur so aus der Maschine. Wenn wir doch nur schon die Farbe hätten. Haben wir flauschige rosa Farbe. Wie bestellt. Das ist ja... Was ist das? Das ist Ethel. Sie hat mir geholfen. Aber ist das nicht... Ganz recht. Meine Freundin. Jetzt macht Platz da. Wir müssen Tafeln flauschig streichen. Ja, Butterblume. Das sind die letzten. Damit ist der Weg in die Stadt frei. Saubere Luft, der weite Himmel... Und Timmy ist schon vorgelaufen, um ein paar Pralinen als Begrüßungsgeschenk zu organisieren. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Wilbur. Die Tafeln sehen verdammt gut aus. Wie habt ihr das so schnell geschafft? Wir haben alle zusammengearbeitet und wir hatten den Konstruktor. 50 Tafeln in der Stunde anstatt 4 pro Tag. 50 Tafeln? Weißt du, was das heißt? Trotz der schlechten Preise lohnt sich das Tafelgeschäft wieder, dank der niedrigen Produktionskosten. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht eine kleine Fabrik vor den Toren der Stadt eröffnen. Du stellst das Kapital und wir bringen die Technik mit. Und einen Fabrikleiter hättest du auch schon. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr bleibt, wo ihr seid und produziert mir noch ein paar hundert von diesen Babys. Aber das war nicht abgemacht. Ich hab den anderen versprochen, sie herauszuholen. Du solltest nie etwas versprechen, das du nicht halten kannst. Ihr habt eine Woche Zeit. Besser, ihr haltet euch ran. Sonst könnt ihr mir rausrutschen, dass ihr da unten einen gesuchten Verbrecher versteckt. Jorge! Vielleicht wäre es besser gewesen, den Konstruktor erst zu erwähnen, wenn wir alle oben gewesen wären. Er hat mir sein Wort gegeben. Wie kann jemand, der so reich und so erfolgreich ist, unehrlich sein? Leute werden seltsam, wenn es um Gold geht. Wie soll es weitergehen? Sollen wir den Rest unseres Lebens im Müll leben und Dinge für Jorge zusammenbauen, damit er sich ein schönes Leben machen kann? Es tut mir leid, Gulliver. Ich dachte wirklich, er holt uns hier raus. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Nur weiß ich gerade selber nicht, wie es weitergehen soll. Ivo! Prinzessin Ivo ist in der Stadt!